Hallo, in dieser Aufgabe geht es darum, die Kathete C herauszufinden. Wir kennen die Hypotenuse A, die ist 5 Dezimeter lang. Wir kennen die Kathete B, die ist 3 Dezimeter lang. Und gesucht ist also die Kathete C. Warum mache ich diese Aufgabe? Nun, weil du den Satz des Pythagoras kennst mit den Bezeichnungen A, B und C, also A, B für die beiden Katheten und C für die Hypotenuse. Und hier sind die Bezeichnungen anders. Und wie man das jetzt macht, das möchte ich jetzt gerade mal zeigen. Wenn du es selber machen möchtest, bitte mach den Film aus. Ansonsten kannst du hier die Lösung sehen, zumindest meinen Vorschlag dafür. Also. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.